Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Jahreshälfte 2023 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen. Okay. Da ist eine Karte rausgefallen. Ich beginne zuerst mit meiner intuitiven Message, also mit deiner intuitiven Message, Zwillinge. Ich sehe vor meinem geistigen Auge eine Alien-Entführung. Ist ein Alien? Normalerweise, oder reden Betroffene von mehreren Aliens? Aber bei dir ist es ein Alien. Kommt und entführt dich. Das ist jetzt symbolisch gemeint. Ich glaube, dass jemand dein Herz im Sturm erobern wird, dass hier jemand dich packen wird, mitreißen wird sozusagen, in deinem Leben. Und also Alien oder wird im Englischen auch als eigenartig angewendet. Ja, I feel alien, also nicht eigenartig, sondern so das Fremdeln. Ja, wenn ich zum Beispiel in eine Gruppe trete, mich da hinsetze und mich so fehl am Platz fühle, ja, dann kann ich im Alltag, also oder so in der Alltagssprache sagen, I felt alien, ich habe mich fremd gefühlt. Ja, ist dann nicht im Sinne von, ich fühle mich wie ein Alien, sondern Alien, das Wort an sich, ist ein Adjektiv und beschreibt eben so das, wenn man sich so befremdlich fühlt sozusagen. Ja, ich glaube, dass es sich hierbei um einen Menschen handelt, der sonst nie in deinem Leben wäre. Es ist ein Mensch, der gar nicht in dein Leben passt, gar nicht in dein Freundeskreis passt, ja, ist ein Alien, also ist ein Alien. Ist jemand, der Alien ist zu deinem Leben sozusagen. Vielleicht bist du sehr, oder vielleicht bist du finanziell sehr reich aufgewachsen und dein Gegenüber ist sehr arm. Oder vielleicht bist du sehr arm aufgewachsen und du hast da einen sehr reichen Gegenüber, ja, finanziell sehr reiches Gegenüber hier. Oder vielleicht kommst du aus einer, oder hast eine bestimmte Herkunft und dein ganzes Umfeld ist auch in dieser Herkunft, ja, hast hier so eine Subkultur in Europa, in deinem Umfeld. Und dieser Mensch ist aus einem ganz anderen Land oder aus einer ganz anderen Kultur sozusagen. Ja. Also, habt ihr jetzt meine Stimme gehört? Wer hier in Europa lebt, ja, muss sich Europa anpassen. Kollege, ich bin eine Kurdin. Kurdisch, 100% kurdisch. Aber hier in der Schweiz leben und eine Subkultur haben, ja, wo ich nur mit Kurden arbeite, mit Kurden befreundet bin, kurdisch arbeite, kurdisch rede, lebe, nur kurdisch esse, das geht nicht. Ja. Es gibt einen Grund dafür, dass das in unseren Ländern nicht funktioniert hat und wir gesagt haben, nee, Europa ist besser. Gell? Anpassung, liebe Leute. Ha? Von Alien zu Alien. Königin der Stäbe hier, du fängst Feuer für jemanden. Du fängst hier Feuer für jemanden. Sechs der Stäbe. Ein Gewinner. Dieser Mensch, Zwillinge, ist insofern Alien, dass dieser Mensch nichts mit deinem Freundeskreis zu tun hat. Nichts. Siehst du hier diese Menschen, die hier hochschauen zu deinem Gegenüber hier, ja, dieser Person, die deine Aufmerksamkeit hier hat sozusagen. Es geht hier nicht darum, dass dieser Mensch besser ist wie deine Freunde oder ähnliches. Es geht hier mehr darum, dass dieser Mensch auf einem ganz anderen Level unterwegs ist. Also vielleicht hast du vor allem Künstlerfreunde und dieser Mensch ist Mathematiker. Würde nie passieren, dass die sich mal zusammensetzen zufällig und Freunde werden. Ja, wer ist eine ganz andere Sparte, in dem dieser Mensch hier lebt. Vielleicht hast du vor allem Schickimicki-Freunde und dieser Mensch ist ein Hippie. Ja, könnten sich niemals anfreunden, jetzt ohne dass du hier dazwischen wärst, als gemeinsamer Nenner sozusagen. Okay?
in welcher Sparte, in welchem Lebensbereich auch immer dieser Mensch sich befindet, ja, dieser Mensch ist in dieser Sparte ein Winner, gewinnt in dieser Sparte. Okay? Ist das sehr erfolgreich, sehr begehrt, grundsätzlich schon auch begehrt in der Gesellschaft, ja, ist ein sehr attraktiver Mensch gesellschaftlich betrachtet, aber für dich ist dieser Mensch ein bisschen ein Alien, ja, nicht Teil von dem, was du normalerweise kennst, okay? Vielleicht bist du ein Hippie, hast Hippie-Freunde und das hier ist ein Schickimicki-Mann, Frau, okay? Aus der Stäbe, Feuerpo. Fängt mit 3 Stäben, fängt deine Legung für Sommer an, für die erste Jahreshälfte an, Zwillinge. In der ersten Jahreshälfte wirst du da nicht sehr viel nachzudenken haben. Du bist hier Feuer pur, okay? Und das ist ja, oder siehst du, oder dieses Ast der Stäbe hier, das kommt ja einfach so aus der Luft. Hm? Ja, wie ein UFO kommt das aus einer Rauchwolke heraus, plötzlich heraus in deine Richtung und dieser Mensch wird hier voll deine Aufmerksamkeit haben. Ob du diesen Menschen bereits kennst oder nicht, kannst du daran erkennen, dass du diesen Menschen unerwartet angetroffen hast. An einem Ort, zu einem Zeitpunkt, wo du niemals gedacht hättest, dass du einen solchen Menschen antriffst und dann auch noch attraktiv finden könntest. Ja, obwohl dieser Mensch eben sehr fremd ist. Gar nicht das ist, was du kennst. Gar nicht das ist, was du normalerweise verfolgst. Okay. Noch mehr Feuer, Page der Stäbe, Königin der Münzen. Was will Zwillinge von mir, fragt sich dieser Page der Stäbe hier. Was will Zwillinge von mir, was hat Zwillinge für Erwartungen an mich? Ich habe das Gefühl, Zwillinge, dass du an diesem Menschen seine, ihre Andersartigkeit sehr attraktiv findest. Und dieser Mensch wiederum denkt sich, dass du hier in Bezug auf das Langfristige, in Bezug auf Stabilität, in Bezug auf das Finanzielle hohe Wünsche hast. Ja, zu dir guckt dieser Mensch hier hoch und denkt sich so, oder wie soll ich Zwillinge das bieten, was Zwillinge von mir erwartet? Also du brennst hier aus einem anderen Grund für diesen Menschen und dieser Mensch fragt sich hier oder stellt sich hier Fragen, die du gar nicht stellst. Hm? Okay. Zehn der Schwerter. Es gibt hier nichts nachzudenken in der ersten Jahreshälfte. Ich habe hier als erste Karte die Königin der Stäbe. Hier habe ich 10 der Schwerter als letzte Karte der ersten Reihe. Ja? In der ersten Jahreshälfte geht es bei dir nach dem Lendenbereich. Das, was dein Lendenbereich sagt, das, wofür du Feuer gefangen hast. Du denkst hier nicht groß nach. Diese Gedankenwirrwarre, die du in den letzten Monaten, Jahren hattest, die gibt es nicht mehr. Du folgst hier nur noch deiner Leidenschaft in der ersten Jahreshälfte. Okay. 10 der Stäbe hier. Das, was ich bisher verfolgt habe, das, was ich bisher gekannt habe, ist nur noch mühsam, ist nur noch Last. Ja? Ist für mich nur noch eine Last, ist für mich nur noch etwas, das ich nicht mehr verstehe, wo ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. 10 der Stäbe hier, Ast der Stäbe hier. Letzte Karte, erste Karte. Das, was du kennst, wird komplett zurückgelassen. Du wirst ein Auge auf etwas, auf jemanden, den du so nie gekannt hast. Im Sinne von, okay, oder im Sinne von, ich hatte es nie mit einem Hippie zu tun. Ich hatte es nie mit einem schicken Banker zu tun. Ne, so das. Ist ein ganz anderer, ist eine ganz andere Kultur, die dieser Mensch hier lebt. Rat des Schicksals. 10 der Stäbe hier, 10. große Arkana hier. Das ist nicht einfach nur Zufall, dass du diesen Menschen hier gesehen hast und Feuer und Flamme für diesen Menschen bist, Zwillinge. Das Glück steht hier auf eurer Seite. Okay. Ich muss dir etwas sagen, Zwillinge. Ich muss dir etwas sagen. Siehst du hier,
schau mal ihre Krone an. Kannst du sehen, was da ist? Guck mal, da ist ein Siegeskranz oben drauf. Siehst du das? Du trägst bereits einen Siegeskranz. Es hat dich schon mal jemand erobert und dir einen Kranz aufgesetzt. Okay. Gehört zu diesen 10 der Stäben hier. Okay. Ist Teil dieser 10 der Stäbe. Irgendjemand, der die nur noch Last für dich ist, wo du so findest, nee, ich habe da das Falsche verfolgt. Wir haben hier Stab, 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 Stab. Hm. Hast du mal ein Zündhölzli angezündet? Hm. Wie lange kannst du das ein Zündholz in der Hand halten? Wie lange geht das? 5 Sekunden? 7 Sekunden? Stäbe sind das. Stäbe sind Zündholz. Zündhölzli. 10. große Arkana, Rat des Schicksals, ist eine Karte, die dein Leben komplett verändert, und zwar über Monate hinweg. Es wird sich jetzt zeigen, ob es hier darum geht, dass du dank diesem Menschen hier, ja, für die du Feuer fängst, deinen alten Siegeskranz abwirfst und dir einen neuen Siegeskranz holst, ja, und zwar bei diesem Menschen, oder dieser Mensch dafür sorgt, dass du überhaupt diesen alten Siegeskranz abwirfst und zumindest abgeworfen hast, ja. Es besteht hier die Möglichkeit, dass dieser Mensch hier einfach nur Statist ist in einer Wendung, die du in deinem Leben erfährst. Du musstest auf diesen Menschen treffen, du musstest diesen Menschen frisch finden, toll finden, anziehend finden, damit du hier diese 10 der Stäbe abwerfen kannst und für dich selbst, ja, ohne diesen Menschen, eine Zukunft haben kannst. Oder es geht darum, dass du mit diesem Menschen hier fortfährst. Werden wir schauen. Ja. Vielleicht nimmst du diesen Siegeskranz hier an, oder vielleicht sagst du auch, okay, gut, jetzt habe ich das alte abgeworfen, das Feuer hier, das ich hatte, ist wie ein Zündhölzli erloschen, und ich möchte langfristig schon was anderes. Ja. Wir haben ja auch hier mit dieser Königin der Münzen, haben wir diesen Blick hin zu Page der Stäbe. Wenn es um Sex geht, wenn es um Leidenschaft geht, wenn es um Passion geht, bin ich Feuer und Flamme, sagst du. Aber sobald es um das Langfristige geht, blicke ich diesen Menschen so an. Also blicke ich darüber und begutachte diesen Menschen und weiß nicht so recht. Ja? Okay. Vorerst. Vorerst. Schauen wir mal. Ass der Schwerter. Schnitt. Hat. Ein brandneuer Start hier. Das fängt hier an mit einer Information, die du bekommst. Es wird nicht so sein, dass du so in den Tag hineinlebst, Januar, Februar, März, April, und dann irgendwann im Mai merkst du so, irgendwie verändert sich mein Leben. Ah, da kommt eine Information, eine Nachricht, die hier einen Neustart einläutet, wo du sagst, zack, jawohl, jetzt fängt was Neues an. Okay. Das wirst du erleben. Bewusst erleben. 8 der Kelche. Hoppala. Quer auf 10 der Stäbe. 2 der Münzen. 9 der Schwerter hier. Du wirst hier hin und her schwanken in Bezug auf dein Gegenüber hier. Ja, also was ich dir einfach in Bezug auf dein Gegenüber hier sagen kann, ist, dass ein Page der Stäbe keine 6 der Stäbe schafft. Ja, hinter diesem Menschen befindet sich durchaus Substanz. Okay, da ist schon irgendein König dahinter. Welcher König genau sich dahinter befindet, das sehen wir hier noch nicht. Der König der Stäbe ist es nicht. Ja, sonst wärt ihr hier schon längst im Bett gelandet. Ja. Wenn da König der Stäbe auf Königin der Stäbe trifft, ja, dann wäre hier kein Herumschwanken sozusagen. Was ich dir auch sagen kann, Gutes sagen kann in Bezug auf diesen Menschen hier, ist, dass hier dieser Mensch keine Altlasten mitnimmt, kein Liebeskummer aus der Vergangenheit mitnimmt. Falls ihr hier vorwärts machen solltet, falls du sagen solltest, doch, oder? Oder mit diesem Menschen habe ich hier keine weitere Last, beziehungsweise ich will es mal probieren, dann würdest du hier nicht mit irgendwelchen Exen oder so zu tun haben.
Und ich sehe hier auch nicht, dass dieser Mensch dich irgendwie mit den Exen irgendwie vergleichen würde oder ähnliches. Ja, würde dich hier wirklich mit einem frischen Gemüt, würde sich dieser Mensch dir zuwenden. Ich habe hier 10 der Schwerter, 9 der Schwerter, Ass der Schwerter hier. Ja, das ist eben dieser Schnitt, wo du dich dann fragst, ja Gott Deckel, soll es jetzt genauso schnell enden, wie es angefangen hat oder nicht? Hm? Das ist so ein bisschen, oder? Weil hier bist du ja so Feuer und Flamme für diesen Menschen und dann holt dich sozusagen die Realität ein, ja, deine Vorbelastung hier ein, wo du dann dein Gegenüber viel mehr hinterfragst als hier zu diesem Zeitpunkt. Und das bringt dann hier wieder diese Gedankenstrudel, diese Gedankengänge da, die du vorher hattest, früher hattest, ja, bringt das wieder hier hervor. Wir haben hier Ass der Schwerter, 9 der Schwerter, das macht hier 10 der Schwerter. Oder diese Wirrwarre, die du im Kopf hattest, enden so oder so in der ersten Jahreshälfte. Die Frage ist nur, was genau du entscheidest, sobald du hier diesen Wirrwarr hinter dich gebracht hast. Okay? Du weißt ja noch nicht so recht. Ja? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni passiert. Ja, werden wir die einzelnen Monate angucken, Zwillinge. Überall da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen und diese Karten hier, da wissen wir, wann was passieren wird, und diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.